Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute den 3. September und am 3. September hat Geburtstag Mirja Böß. Mirja Böß. Mirja Böß, die, kennst du die? 20 ja, klar. Zentimeter. Nie im Leben, kleiner Pik. Genau, ja, am 3. September hat die Geburtstag, 1971 geboren, ist ein Ticken älter als ich, also noch ein junges Huhn. Ja, und saulustig, ne? Wie ich finde. Sie ist saulustig, ja. Saulustig. Ja. Aber am 3. September ist noch was passiert? Ja, hier hinter mir sehen wir Papst Johannes Paul II. Ja, und stimmt. Am 3. September 2000 spricht Papst Johannes Paul II. Seine Vorgänger Johannes den 23. und Pius den 9. selig. Die Seligsprechung von Pius gilt als umstritten, denn in seiner Amtszeit fällt die Wiedereinrichtung des Judenghettos in Rom, die Veröffentlichung der Syllabus Errorum, in denen Pius Liberalismus, Demokratie und Gewissensfreiheit verflucht. Das ist ein Ding, ne? Ja, und der wurde heilig gesprochen. Und außerdem hat er da die Unfehlbarkeit des Papstamtes eingeführt. Ja. Also sehr umstritten, diese Heiligsprechung, aber die war am 3. September, heute. 2000. 2000 war das? Ja. Haha, okay. Aber wir haben heute auch noch einen Fakt des Tages. Achtung, Fakt des Tages ist heute, Russland hat eine größere Landmasse als der Pluto. Schau mal hier. Das ist, das ist Russland. Sag mal. Nee, das ist nicht Russland. Nee, du musst, glaube ich, dann irgendwie... Technik ist Technik ja... Technik begeistert. Außer Hagenbeck ist ja Technik ja nicht ganz klein. Mehr hier, das ist Russland. Ja? Und die Landmasse von Russland ist kleiner als die Landmasse von Pluto. So. Ja, Pluto brauchen wir jetzt zeigen, der ist rund. Okay. Ja. Zeigen wir nochmal Russland. Genau. Da musst du zweimal drücken. Genau, zack, zack. Ja, genau. Das ist Russland. Und die Landmasse ist größer als der Pluto drumherum. Also der Umfang. Nee, wie sagt man? Landmasse. Also wie sagt man? Man kann ruhig sagen Volumen, nee, nicht Volumen, Oberfläche. Die Oberfläche, das ist das Wort, Mensch, sag's doch einfach. Genau, die Oberfläche von Pluto. Hammer, oder? Deswegen hat der Pluto ja auch seinen Status als Planeten verloren, weil er so mini klein ist. Wusstest du's? Nee. Ja, genau, also er ist kein Planet mehr, der Pluto. Was ist er jetzt? Jetzt ist er nur noch ein Mond, glaube ich. Weiß ich nicht so genau. Ja, macht ja auch nichts. Ist ja auch nicht das Thema von heute. Wir können ja hier, ihr könnt es ja in die Kommentare reinschreiben, was der Pluto eigentlich ist. Ja, damit ja die anderen, mach das mal. Damit die anderen dann das auch lesen können, die das Video gesehen haben. Und derjenige, der es als erster richtig reingeschrieben hat, dem schenke ich hier so ein Büchlein. Guck mal. Alter. Kreisliga-Legende, der bekommt das Buch geschenkt, der bekommt es einfach geschickt per Post, dann tauschen wir die Daten aus. Gut, und das habe ich auch schon gelesen. Ja, super. Genau. Also, ich sage jetzt... Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski. Bis morgen.